Der DAX gibt derzeit etwas Anlass zur Sorge. Darüber möchte ich sprechen mit Bastian Galuschka. Er ist Chartexperte bei Godmore Trader in München. Außerdem im Programm der Dow Jones. Dann nach den Zahlen und Absatzzahlen die Autobauer. Und auch einen Blick auf den Ölpreis wollen wir werfen. Bastian Galuschka, schön, dass Sie bei uns sind. Der DAX lässt derzeit so etwas die Flügel hängen. Die wichtige 200-Tage-Linie ist nicht mehr allzu weit entfernt. Wie kritisch ist die Situation? Also es ist natürlich jetzt schon so, dass wir starke Abgaben zu verzeichnen haben in dieser Woche. Wir sind allerdings auch ein bisschen verwöhnt, wenn man sich die Wochen davor anschaut. Ich muss auch sagen, analytisch lief der DAX bislang wie am Schnürchen in den letzten Wochen. Genau nach unseren Fahrplänen auf dem Godmore Trader. Wir hatten ja auch in der Sendung gesprochen über ein weiteres Ziel bei 10.474 Punkten. Und genau dieses Ziel haben wir am Montag im frühen Handel erreicht. Und seitdem geht es abwärts. Also man konnte das technisch schon sehr gut einfassen. Die Widerstandszone um 10.500 hatten wir auch in den letzten Wochen immer wieder besprochen. Hier verläuft auch der mittelfristige Abwärtstrend und hier müssen wir drüber ansteigen, damit eine Trendwende vollzogen werden kann. Also der Respekt vor diesem Widerstandscluster, der war jetzt erstmal da. Wir haben auch meine Abwärtsziele in dieser Woche eigentlich schon abgearbeitet, schon übererfüllt. Und es geht jetzt um folgende zwei Unterstützungsbereiche im DAX. Zum einen zwischen 10.100 und 10.050 Punkten finden wir zahlreiche Unterstützungen, unter anderem auch die von Ihnen angesprochene 200-Tage-Linie und etwas tiefer gelagert die Unterstützungszone zwischen 9.930 und 9.900 Punkten. Man sieht, wir sind heute schon ansatzweise da reingelaufen in die obere Unterstützungszone und man muss jetzt hier schauen, ob sich Umkehrkerzen ausbilden, beispielsweise im Tageschart eine Hammerkerze. Und wenn diese Trendwende vollzogen wird, wenn die Tageskerzen wieder freundlich ausschauen, dann könnte es das auch auf der Unterseite schon wieder gewesen sein. Saisonal muss man sagen, sind jetzt die Monate August und September sicherlich berühmt berüchtigt. Der ein oder andere Marktteilnehmer wird sich auch noch an die Crashverläufe im August in den Jahren 2011 und 2015 erinnert haben, hat da vielleicht auch aus diesem Grund ein paar Gewinne eingestrichen. Bislang ist es für mich noch alles im Rahmen, solange die beiden benannten Unterstützungszonen halten. Und es bleibt aber dennoch auch noch dabei, wir müssen deutlich über 10.500 ansteigen, damit wir wirklich auch mal von einem deutlicheren und nachhaltigeren Trendwechsel im Index sprechen können. Und das ist eben leider bislang noch nicht erfolgt. Auch der Dow Jones hängt etwas durch, hat sich von seinen Rekorden wieder entfernt. Bislang sagten Sie ja immer, der amerikanische Markt wäre für Sie interessanter. Bleibt das noch so? Ist das noch so? Ja, also aus Trendfolgesicht auf jeden Fall. Wir haben ja hier sehr schöne, stabile Trends vorliegen. Das gilt galt in den letzten Wochen vor allen Dingen auch für den Nasdaq 100, für die Tech-Werte. Der Dow Jones, da haben Sie recht, der schwächelt schon seit einiger Zeit. Bislang war das auch noch im Rahmen zu Beginn dieser Woche. Wir haben einfach auf das alte Allzeithoch bei 18.350 Punkten zurückgesetzt. Aber am Dienstag dann sind wir deutlicher drunter eingebrochen. Und das erhöht jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht noch mal etwas tiefer gehen. Ich habe hier die Aprilhochs und die Hochs aus dem Juni auf dem Schirm. Das wären Kursniveaus von 18.170 Punkten und gut 18.000 Punkten. Also diese beiden Kurslevels könnten wir noch erreichen, aber selbst dann wäre der Aufwärtstrend der letzten Wochen nicht gefährdet. Also wir müssen weiterhin sehr unterscheiden, intakter Abwärtstrend immer noch im DAX und sehr gut ausgeprägte Aufwärtstrends im Dow Jones, im Nasdaq und auch im S&P. Also deswegen auch die Präferenz für die US-Indizes. In dieser Woche sieht es also nicht so schön aus im Dow Jones. Ich bleibe aber dabei, der Aufwärtstrend ist erstmal noch intakt. Man sollte hier eher schauen, wo man die Rückläufe nochmal kaufen könnte. Wie gesagt, im unteren 18.000er-Bereich wäre das fast ideal. Und im größeren Bild sehe ich erst Ungemach auf uns zukommen unter dem Tief um 17.060 Punkte. Da hätten wir also noch viel Luft. Klar, wir sind gut gelaufen, wir können jetzt auch erstmal konsolidieren, aber eine Trendwende-Formation oder Ähnliches hat sich hier nicht ausgebildet. Deswegen kann man übergeordnet auch weiterhin positiv bleiben. Dann sprechen wir an der Stelle noch über die Autobauer. BMW mit ordentlichen Zahlen fährt aber, was die Absatzzahlen angeht, in den USA Daimler hinterher. Volkswagen ohnehin ein Sonderfall. Auf welches Pferdchen setzen Sie?
Also ich würde gleich mal die VW ausklammern. Das ist jetzt nicht so der Wert, der mich fundamental wie auch technisch interessiert. Technisch sind wir hier schon seit vielen Monaten in der Range. Also den Wert würde ich jetzt nicht bevorzugen. BMW und Daimler, die geben sich nicht viel aus technischer Sicht. Da kommen wir vielleicht gleich dazu. Vielleicht kurz zu den BMW-Zahlen. Also ich finde, die sind durchaus gut ausgefallen. Der Gewinn hat im zweiten Quartal um gut 11% auf knapp 2 Milliarden Euro zugelegt. Die Jahresziele wurden auch bestätigt. Also Daimler und BMW sind weiterhin gut dabei, die Jahresziele zu erreichen. Einzig im Kursverlauf sieht man das eben nicht so gut. Den Rücksetzer der Aktie in dieser Woche, den muss man aber auch im Kontext sehen des Anstieges in den Wochen zuvor. Also wir haben ja von den Jahrestiefs ganz gute Erholungen gesehen mit Kursgewinnen von 15-20% bei den Einzelwerten. Dennoch gilt auch hier wie für den DAX, wir haben weiterhin intakte Abwärtstrends vorliegen. Es ist noch kein Trendwechsel erfolgt. Am Chart der BMW-Aktie sieht man es sehr gut. Der EMA 200 wurde im April und im Juli von unten angetestet. Wir haben es jeweils aber nicht darüber geschafft. Der EMA 200 zeigt auch noch nach unten. Und somit gilt es eigentlich, diese Aktie vorläufig noch aus Trendfolgesicht zu meiden. Also ein Anstieg über den EMA 200 mit Kursen um die 80 Euro, der wäre sicherlich nicht das Schlechteste. Dann könnte man auch von einer Trendwende so langsam sprechen. Das wäre also die eine Variante für interessierte Anleger, Stärke abzuwarten und sich dann in diese Stärke einzukaufen. Und wer Rücksetzer gerne kauft, beispielsweise hat er das auch im Februar ganz gut funktioniert bei den Autowerten, ich glaube auch darüber hatten wir uns damals unterhalten, der könnte jetzt über die absolvierte Aufwärtsstrecke der letzten Wochen die Fibonacci Retracements anlegen und wir kämen auf Ziele von 69,30 Euro. Das wäre in meinen Augen das Optimalziel, dann würden wir das 61,8er Retracement erreichen. Das Mindestziel wäre in jedem Fall bei der BMW der 73-Euro-Marke, also das 38,2 Fibonacci Retracement. Also nach dem ersten Anstieg sich in die Rückläufe einklinken kann auch ein gutes Vorgehen sein, hat im Februar gut funktioniert und könnte vielleicht jetzt auch in Kürze bei nach dem Rücksetzer der letzten Tage gut funktionieren. Also nochmal zusammengefasst, es ist noch keine Trendwende bei den besagten Automobilwerten mit Blick aufs große Bild geschafft. Allerdings haben wir wieder mal eine ganz gute Aufwärtsstrecke absolviert und die Konsolidierung wird jetzt entscheiden, wenn wir diese wieder nach oben auflösen können, ob wir auch eine mittelfristige Trendwende hinbekommen. Dann sprechen wir noch kurz über den Ölpreis. WTI unter 40 Dollar, Brennöl nicht mal allzu weit davon entfernt. Was sagen hier die Charts? Also den Ölpreis hatten wir ja zuletzt jetzt nicht mehr so im Fokus. Ich kann mich erinnern, wir hatten uns vor einigen Wochen über die Unterstützung bei 46,50 Dollar unterhalten. Bei Brennöl, die hat dann auch ein, zwei Wochen gehalten, aber so richtig nach oben ging nichts mehr. Und danach, irgendwann verließen sie ihn sozusagen, sind wir wirklich durchgefallen und haben zuletzt ja auch nochmal an Dynamik gewonnen nach unten. Wenn man sich's fundamental anschaut, so sind jetzt inzwischen ja nicht nur die Rohöllager voll, sondern auch die Lager vieler Ölprodukte wie Benzin. Das scheint ein bisschen aus fundamentaler Sicht wieder in den Fokus gerückt zu sein bei den Anlegern. Rein technisch haben wir ja eine sehr schöne Erholungssequenz gesehen von Januar bis Mai, Juni. Und diese korrigieren wir aktuell. Und wenn Sie die 40 US-Dollar-Marke bei Brent erwähnen, das ist ganz interessant, denn hier bewegt sich auch das 50er Fibonacci Retracement. Das heißt, wir hätten bei Erreichen dieser Marke die Hälfte der Aufwärtsstrecke auskorrigiert. Also um 40 US-Dollar sehe ich durchaus Chancen, dass wir den Boden ausbilden. Sehr extrem wäre, wenn wir weiter durchfallen direkt auf die 37er-Marke. Das wäre dann das 61,8er Retracement. So weit würde ich derzeit nicht gehen. Also die 40 US-Dollar-Marke mal beobachten. Stand jetzt, das, was wir bislang vorliegen haben, kann ich leider noch nicht von einem Boden sprechen. Man sieht so ein bisschen Stabilisierungstendenzen, aber das ist mir derzeit ehrlich gesagt noch zu wenig. Da sind wir sicherlich in einigen Tagen schlauer, kann man auch über die Muster mehr sagen. Festhalten kann man, der Abwärtstrend ist intakt, der letzten Wochen hat sich verschärft. Wir haben noch keine Bodenbildung vorliegen, auch noch keine Umkehrtendenzen in den Tageskerzen. Deswegen sollte man die benannten beiden Fibonacci Retracements bei Brent, also bei 40 und 37 US-Dollar, im Blick behalten. Bastian Galuschka von Gottmann Trader, vielen Dank und schöne Grüße nach München.
Meine Damen und Herren, der DAX hat sich am Widerstandscluster den Kopf gestoßen und jetzt ist er in die Unterstützungszone eingetaucht, die relativ groß ist, zwischen 10.100 und 9.900 Punkten. Also diese Situation genau beobachten. Wie immer gibt es Charts und Co. hier bei Börse Stuttgart TV am Mittwoch.